So, hallo meine Hübschen und herzlich willkommen bei Struggle Play. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, die Technik funktioniert jetzt. Hast mir mit der Vorbereitung ganz schön Zeit gelassen. Mit welcher Vorbereitung? Mit der Stream-Vorbereitung? Das ist auch, es gefällt mir hier noch nicht so. Moment, ich bin ein bisschen arg rot. Wieso sieht das jedes Mal anders aus? Wieso muss ich das jedes Mal umstellen? Kann mir das mal jemand sagen? Ich passe das immer farblich so ungefähr der Realität an und dann sieht es nächstes Mal wieder ganz anders aus, obwohl ich nichts verstelle. Was ist da los? 8 Minuten schon. Na so, ja. Du siehst rot aus. Tatsache, jetzt geht's. Ich kann es auch negativ verschieben. Das wäre auch mal was. Ich frage mich manchmal bei so Einstellungen, warum macht das niemand? Warum macht das niemand? Hallöchen, liebe Macher. Hallo, Wolf. Ja, sorry, ich habe länger gebraucht. Weil ich komme wie immer nicht auf mein Leben klar. Aber schön, dass ihr zuschaut. Farben intensivieren, kann ich ja auch. Grandia Time. Ja, ich dachte, wir spielen heute weiter mit Grandia. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Ich habe gerade auch nicht wirklich viel Lust, muss ich sagen. Aber ich bin so durchgegangen, was wir spielen könnten. Und ich habe auf nichts gerade besonders Lust. Und das kleinste Übel tatsächlich war Grandia. Ich dachte ja auch, vielleicht könnten wir nochmal Fields of Mystria spielen. Aber da haben wir ja so gut wie alles erledigt. Und da halt, also wenn ich das jetzt spiele, dann ist alles, was ich tue, eigentlich mehr Tiere kaufen und mich mehr in Schulden stürzen. Und dann dachte ich, vielleicht lasse ich das lieber sein. Kein super cooles Zelda mit Bombengrafik, ja. Sagst du mir halt, wenn eins rauskommt. Ja, das hat mich irgendwie nicht gecatcht. Habt ihr das jetzt gespielt? Mich hat das, weiß nicht. Mich fesselt das nicht so. Ich habe aber noch rausgefunden. Ich habe letztes Mal noch rausgefunden, wie man die Statue auf dieses Podest bringt. Das habe ich noch geschafft, irgendwie das hochzuhieven. Ich weiß gar nicht mehr wie, aber ja, und dann habe ich es beendet. Also ich habe nur, glaube ich, so 10 Minuten gespielt, bis ich das da hochgekriegt habe und dann habe ich es nicht gecuttet. Ja, kein super cool. Okay, das habe ich gelesen. Among Us. Das müsste ich wieder aktualisieren, tatsächlich. Das müsste ich wieder aktualisieren. Eigentlich, vielleicht hat sich mein Hirn auch darauf eingestellt. Eigentlich sollte Dienstag jetzt auch öfters Dungeons & Dragons kommen, aber es kommt nicht. Hello, Struggle, looking cute as always. Thank you, Seth, and welcome to the stream. How are you? I hope you had a nice weekend. Bei mir noch nicht so ganz sicher, was ich von vom Zelda halten soll. Okay, wenn Soulvader das sagt. Soulvader ist ein großer Fan von der Grafik. Das ist halt schon, es ist ein bisschen traurig, finde ich. Es ist traurig, weil es ist halt jetzt das erste Mal so, yeah, jetzt können wir endlich Zelda spielen. Also Zelda, den Charakter, den weiblichen. Und dann ist es so, ja. Aber eigentlich gefallen uns alle Spiele mit Link viel besser. Müsst ihr Among Us erstmal runterladen. Ich habe es runtergeladen tatsächlich, aber ich müsste es noch aktualisieren. Ja, was eventuell mal auch kommt in nächster Zeit. Außerdem juckt mein Auge. Seit gestern Abend juckt mein Auge. Und immer so, als wäre was drin. Aber es ist nichts drin. Ich gucke die ganze Zeit. Es ist nichts drin. Es juckt nur, weil es lustig ist. Keine Ahnung. Ja, was eventuell mal noch kommt, ist tatsächlich ein Horrorspiel. Vielleicht.
Aber mehr sage ich dazu momentan noch nicht, weil da gar nichts feststeht. Bindehautentzündung. Ja, das fehlt mir gerade noch. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Aber kennt ihr das, wenn ihr so ein Gerstenkorn im Auge habt? Das habe ich hier. Aber das ist nicht das, was brennt. Also das juckt eher. Aber dann habe ich noch hier oben, hier habe ich das Gefühl, ist irgendwas halt, so eine Wimper drin. Also hier fühlt sich dann wie eine Wimper und hier ist dieses entzündete. Aua, deshalb habe ich heute auch das Pony eher zur Seite. Was ich mir letzte Woche so schön geschnitten habe wieder. Yeah, I got to hang out and chill with my brother. That's nice. It was a fun time. How about you? Did he make something to eat? I remember that your brother and his wife, was it his wife? Always make good things to eat. How about you? What did I do? I started. It's not knitting. I think it's crocheting. Crotch? Crocheting? I'm not sure. It's not knitting. Knitting is with two needles, I think, and crocheting is with one. I did a lot of that. And I played a bit of Sims. And then I made some German bureaucracy because I earn way too less money with Twitch and my Etsy shop, but I have to do taxes for that. That was awesome. Da freue ich mich. Resident Evil. Nee, Augentropfen. Ja, vielleicht sollte ich mir Augentropfen bestellen. Crushing, I'm sorry, I think so, but I don't know how to pronounce it. Der Chelonen-Sea-Stream, damit es in 40 Zügen klappt. Kann man Chelonen schon ziehen? Das ist doch noch eine Woche hin, oder? Moment. Ja, das können wir nächste Woche dann auch machen. Chelonen hätte ich schon gerne. Ah Gott, scheiße, some of your work. Great job, by the way, it's not. I don't know if that's an English saying, but I'm a bloody beginner. That's what you say in Germany. And it's not that bad, but it's also not so good. I need a bit more practice. But I have a plan. I have a plan that I do a lot of practice and I make many cute Pokémon and I don't know, nerd stuff. And maybe I'll sell it on a Christmas market next year. That's my plan. Dann direkt double. Ja, das wäre halt auch mal schön. Das wäre auch mal schön. So viel Glück wie Gideon haben. Das wäre mal schön. Kommt die nicht morgen? Wie, die kommen morgen? Also morgen Pause, Bund, dann. Wie, die kommt morgen? Was? Wieso werden mir eigentlich zwei Zuschauer angezeigt und im Stream sind irgendwie viel mehr? Kann mir das jemand sagen? Twitch wieder ein Problem. Schelonen. Wie, die kommt morgen? Ich hab nicht genug Primos. Schelonen, wann? Was sucht man da? 28. September. Nö. Oh, ich kann doch nicht googeln. Kann doch nicht googeln. Da, Banner 5.1. Düdüm, da, 9. Oktober steht da. Bis 29. Oktober. Morgen ist es doch erst der 2. Leute, nächste Woche, da dachte ich eben auch. Wish you all the best. Thank you, Seth. Thank you. How was the food? Weil Twitch einfach nicht zählen kann. Das ist wie bei mir beim Maschen zählen. Wenn ich hätte. Says I have to redo so much work because I can't count. You have to count how much
Things you do. How much? I don't know. How much rings you make? And I can't count. It's always like I'm. Okay, how many did I count now? Okay, let's do this again. Okay, shit, I didn't count, so let's do this again. And at the end it is, oh shit, I have one too less or one too much. Okay, let's do it again. Häkelstream, habe ich mir auch schon überlegt. Aber ich kann mich ja so schon nicht konzentrieren beim Häkeln, wenn ich da noch am Objekt gucken muss. Mach Handcam an. Seid ihr jetzt auch noch Handfetischisten? Können wir mal probieren. Können wir mal machen. Oh, yeah. Können wir mal machen, dann könnt ihr mal gucken, was ich hier wirklich fabriziere für eine Scheiße. Können wir vielleicht mal machen. Es kommt ja jetzt ein langes Wochenende. Ich denke immer, es kommt ein Wochenende, dann habe ich mehr Zeit. Aber im Endeffekt habe ich dann doch irgendwie nie Zeit. Vielleicht was für TikTok. Vielleicht. I'm guilty of the same thing sometimes. Yeah, you can't count too. Yeah, well. That's awesome. Not. Yeah. Okay. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit Grandia. Weil eigentlich waren wir an einer sehr interessanten Stelle. Wir erinnern uns, wir waren auf einer Insel und wir sind Ryudos Bruder gefolgt. Nach Garland, glaube ich, heißt die Insel. Und da gehen wir nämlich jetzt hin. Da gehen wir hin. Stimmt eigentlich mein Titel. Das habe ich auch noch nicht geguckt. Jetzt muss ich irgendwie bis nächste Woche noch so viel Primus farmen. Wie soll ich denn das wieder machen? Weiß ich nicht, wie ich das mache, wirklich. So, ja, okay, Titel passt. Gut, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ja, aber Hegestream ohne Headcam sieht aus, als würdest du nur runterschauen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber soll ich dann die Headcam so vor mich machen und dann gucke ich immer so rein? So voll awkward. Oder was? Ich glaube, das ist dann schon sinnvoller, nur die Hände zu zeigen, oder? Dann müsste ich mich auch mal nicht schminken. Eigentlich finde ich das ganz cool. Moin, hallo Fenris. Herzlich willkommen im Stream. Ich muss mich gleich entschuldigen. Ich weiß, ich habe in Bernhards Stream was gefragt und dann musste ich weg und ich habe einfach nicht mehr geantwortet und ich habe nicht mehr mitbekommen. Weißt du, ich habe noch gesehen, dass du geantwortet hast, aber ich habe es nicht mehr gelesen. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. I'm not that bad, honest. Yeah, I believe you. I am that bad. Du brauchst ja nicht viele. Das brauche ich nicht viele. Und dann Signature-Waffe. Ach so, viele Züge hier. Das werden wir sehen. Wie viele ich brauche. Nein, ich will nicht Grania verlassen. Ich habe nur wieder keine Ahnung, wo die Knöpfe auf diesem Controller sind. Weiß noch jemand, wie die Insel hieß? Ja, der speichert nämlich nicht, wo ich war. Weil der ist da, vermutlich. Seseilerif, das kann sich doch keiner merken. Aber ja, da waren wir noch nicht. So. Okay. Henris, kennst du eigentlich Grandia? Sagt dir das was? Ja, wir haben letztes Mal so stark überzogen, weil ewig kein Speicherpunkt kam. Okay. Das sieht mir nach Bosskampf aus. Ich finde, zum Einsteigen würde auch jetzt ein Bosskampf reichen eigentlich. Also ein Boss.
Vielleicht hätte ich noch gucken sollen und aufleveln und so. Gott, das ist ein widerliches Geräusch. Ihr, gebt mir bitte Bescheid. Wie der Ton ist, ist der ein bisschen laut. Ein bisschen laut ist ein bisschen leise. Ich habe nie gespielt. Okay, aber zumindest kennst du es. Ich bin stolz auf dich. Warum hast du das nie gespielt? So, und jetzt müsste man noch wissen, was die können. Das Problem ist, hier gibt es, glaube ich, keine Analyse. 9800 ist klar. Gibt hier keine Analyse, also weiß ich nie, gegen was die irgendwie anfällig sind. Früher hattest du halt noch ein Lösungsbuch. Hallo Ando, herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? Schön, dass du zuschaust. War dein Wochenende? Wenn du schon nicht mit auf Wahljagd kommst, okay, dann hauen wir halt zwei Tornados rein. I miss this headbanger song. True. Aha! Ja, das fängt ja schon super an. Jetzt Mario nur gelähmt. Reinkommen, gelähmt sein, schön. Dragon Quest. Was? Dragon Quest? Kamst du dir Zeit Dragon Quest und dann hast du lieber Dragon Quest gespielt? Banause. Ich hätte lieber Dragon Quest. Ja, yeah, okay. Unglaublich, was für Leute gibt. So, ja, ich sollte vielleicht den mal vom Boden aufheben. Das hätte auch eigentlich echt viel Schaden gemacht. Eigentlich, ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass man gerade dieses Teil erst sehr, sehr viel später im Spiel lernt. Aber vielleicht habe ich einfach meine Prioritäten irgendwie anders gesetzt als sonst. Here goes. Ihr seid schon süß. Ich hätte gern ein Tio. Waren beim Griechenessen. Okay, zum Griechenessen geht ihr öfters. Aber eigentlich immer nur, wenn jemand Geburtstag hat oder so. Wer hatte Geburtstag? Was wurde gefeiert? Was ist da los? Dein Geburtstag ist jetzt nächste Woche. Eigentlich mal. Guck mal, wie du aussiehst. Oh nee. Könnte mal jemand irgendwas tun hier? Auf alle, ja, okay. I'll save you. Den selber selbst so, sonst keiner. Korrekt, Geburtstag, 60er von Schwiegervater. Aha! So langsam. So langsam war jetzt bescheuert. Ich war schon ewig bei keinem Griechen mehr. Und war es gut, mit hast du gekissen. Ich habe gerade überlegt, wann das Spiel überhaupt rauskam. Ich glaube, das war damals grafisch schon
schon gut. Daher muss es schon echt ein bisschen älter sein. Irgendwie verlieren die hier nicht viel. Lebenspunkte. Lebensschutz, aber ich glaube, das gibt's nur als Talisman oder so. Blow him away! Ich habe jetzt letztes Mal nicht geguckt, wie viel die Feuerattacke macht. Shame on me. 20 Stars. Oh. Wenigstens der eine könnte doch mal umfallen. Das ist voll die fiese Attacke, die tut einem weh und 10 gleichzeitig die Verteidigung. Mining some factory building stuff. Ich glaube, das war momentan nicht. Wie dann jetzt sagt, Ende 2000, EU, Anfang 2001. Oh, ja. 24 Jahre. Dafür sieht es noch gut aus, komm. Es liegen da schon 2 auf dem Boden, okay? Oh, jetzt ist gut, dass ich Merrick gezielt habe, weil die uns von selber wieder aufstehen. Hallo! Könnt ihr mal aufhören, nur auf dem Boden rumzuliegen? Bitte, das wäre nett. Da kommen wir doch nicht weiter hier. Hi Mara, hello Beta, welcome to the stream, how are you? How was your weekend? Und hallo Bernhard, auch an dich ein herzliches Willkommen, wie geht's? Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen Grania 2 und meine Charaktere liegen nur auf dem Boden rum, statt dass die mal wen angreifen. Habe ich gerade Merrick angegriffen? Nee, komm, jetzt kommt der zum nächsten Geweck. Ehrlich. Bin on the slow side, but not too bad. Still job. What? You have a job, Steph? I'm sorry, I didn't read that. You have a job? What kind of job? Hunting as so other than that. I know you're still chop hunting. Okay. You're still chop hunting, so. No, I got you. So other than that, just been enjoying the change in seasons. True. I also look forward to fall. Is it autumn or fall? Wie hat den noch? Kriegen wir den noch tot in der Runde? Können wir die liegen lassen? Here goes. Ich
Danke, Tio. Hast du gut gemacht. Ein Seelenheil! Wir haben ein neues Mana-Ei, müssen wir gleich mal angucken. Immer gut, wenn alle auf dem Boden rumliegen, dann ich weiß nicht. Okay. Wir schauen. Seelenei. Hier hat es Wassermagie, Windmagie. Knall. Ja, okay, ich glaube, das ist eher ein uncooles Ei tatsächlich. Na, okay. Also die letzte Seite ist Müll, das sind nur Unterstützungsfähigkeiten, da sie. Hier kommt vermutlich noch ein bisschen Elektrozauber. Aber allzu geil wird das, glaube ich, nicht hier. Either one is fine, basically the same, I think. Yeah, but is it? I think one is more British English and one is American English, so I don't know which one is which. So, auch schon wieder weg. Wie das braucht. Ja gut. Ich gehe nochmal zurück zum Speicherpunkt, weil ich Angst habe. Ich weiß ja nie, was kommt. Eigentlich sollte ich es wissen. Ich dieses Spiel echt viel gespielt habe. Aber ich weiß es nicht. Das hatte vorher schon 20 Stunden irgendwas. Okay. Das so schnell. Gut. Hallo Heinz. Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's? Schön, dass du zuschaust. Spielen weiter mit Grandia 2. Wie war dein Wochenende? Being born as a four kid in my natural element. So it's fall. Okay. Then we'll say fall. When is your birthday, is that? Do I have that in my calendar? Ja, so. Wir sind wieder da. Ihr habt es gerade rechtzeitig geschafft. Der Wind frischt auf. Der Wind ist mir gerade sowas von egal. Warum hat uns niemand vor den Killer-Eiern gewarnt? Killer was? Hat dein Frühstück dir übel mitgespielt oder was? Kopf hoch, Landratte. Da geht gerade dein Trinkgeld dahin, als ob du dem Trinkgeld gegeben hättest. Nun mal langsam, ich bin hier noch nie vor Anker gegangen und es wäre mir auch nicht eingefallen, wäre dein Mädchen nicht so grün im Gesicht. Wie auch immer, wir legen gleich ab. Mein Mädchen. Hard times, good luck, fine job, yeah. Alter, ich musste heute Videos machen, Videos schneiden. Ich muss seit einer Woche Videos schneiden. Und heute habe ich 4 gemacht und keins hat ihnen gefallen, keins. So, jetzt kommt hier der große Wasserfall und wir steuern direkt auf den Wasserfall zu. Cool, oder? Mit diesem Wind werden wir es schaffen. Vielleicht solltest du uns besser einweihen, Captain. Wovon zur Hölle redest du da, Kapitän? An manchen Tagen herrscht ein starker Aufwind an den Granna-Klippen und den haben wir gerade. Wir breiten die Segel des Schiffs aus, um den Auftrieb auszunutzen und gleiten über die Granna-Klippen wie eine kleine Fee. Wie eine kleine Fee gleiten wir drüber. Aber wenn wir es nicht drüber schaffen... Deshalb mussten alle so hart arbeiten. Es war eine Luftpumpe. Wir lassen die komprimierte Luft raus und fliegen. Das ist der Plan.
Steh da nicht so rum, es haut dich sonst von den Beinen. Wer steuert diese Todeswale? Du bist ganz schön bildungsresistent, was? Was passiert wohl, wenn dieses Schiff abhebt? Wir erreichen die andere Seite. Tada! Ertrinken oder schwimmen? Deshalb heißt sie die 50-50. Tja. Ich habe zwar diesen Luftpumpenmechanismus noch nie so genau verstanden. Zu Hause. Thanks, I definitely need it's going forward. I guess I'm more used to hearing fall here in America. Okay. So fall it is. I think you do, but if you don't, it's an unlucky number in November. Is it the 13th? Oh, Render Cutscene, epic. Ja, es hat ein paar drin. Die sind auch nicht so schlecht, finde ich. Tatsächlich. Judo, stimmt etwas nicht? Wann erreichen wir Galan? Galan, ist es? Insel, nee, das ist. Ist das noch eine Insel? So bin ich mir nicht. Was stimmt nicht mit dir, Ryodo? Wieso freust du dich nicht, deine Heimat wiederzusehen? Wenn ich nicht das heilige Schwert suchen würde, wäre ich nie zurückgekehrt. Ryodo? Ich will nicht wieder an diesen furchtbaren Ort. Aber wieso? Es ist deine Heimat. Das Dorf dient dazu, ein Idol zu schützen. Sie haben es angebetet, einen Schrein gebaut. Idol? Zum Schutz des Idols übten wir den Schwertkampf, um unsere Seelen zu reinigen und dem Bösen zu trotzen. Das war die eigentliche Idee. Bis mein Bruder alles zunichte machte. Und was genau? Ah! Was ist denn Sky? Judo dort, ich sehe es. Ja, ich sehe es auch, Sky. Elena, das ist es. Da ist es. Galan. Correct. Yay. I have to look if I have that. But November is still some time to go. Aber da dieses Schiff eigentlich noch nicht kaputt ist, ist es eigentlich 100% der Zeit rübergekommen. Also macht es gar keinen Sinn, die 50-50 zu nennen. Ehrlich gesagt. Ich danke dir. Ich glaube, ich habe mich endlich an Seereisen gewöhnt. Diesmal habe ich das Schaukeln nicht mal bemerkt. Ups. Wie dem auch sei, ich hätte nicht geglaubt, dass man über die Granaklippen fliegen kann. Wirklich eine außergewöhnliche Idee. Wir sind doch schon auf die andere Seite rübergeflogen. Ei, die Chancen standen schlecht, aber wir haben es geschafft. Nun sind einige Reparaturen nötig. Kapitän Bacala, vielen Dank. Keine Ursache, ich bin am Hafen. Wenn du alles erledigt hast, stehen wir zur Verfügung. Müssen wir dann nochmal rüber? Das weiß ich gar nicht mehr. Schon eine Insel, aber ziemlich groß. Warte mal. Nichts hat sich verändert. Alles ist, wie ich es in Erinnerung habe. Was für ein stilles Dorf. Es wirkt so traurig. Das ist schon lange so.
Hey, es ist Ryudo. Was zur Hölle will dieser hinterhältige Mistkerl hier? Du bist hier scheinbar verhasst, Ryudo. Tio, sag doch nicht so etwas. Aber Ryudo, was ist los? Tja, Mara! Ja, bitte? Hallo? Das kann nicht sein, Ryudo! Warum bist du hierher zurückgekehrt, um uns heimzusuchen? Verschwinde von hier, so schnell du kannst! Nee, wie geht es dir, wundervoller Engel heute? Oh ja, es geht. Und es geht es eigentlich sehr viel besser als sonst, würde ich sagen. Und selbst. Schön, dass du zuschaust. Wie war dein Wochenende? Oh, das ist Gatta, an den erinnere ich mich. Ab! Ja, genau, verschwinde! Na, wenn das nicht der Ausgestoßene ist, was tust du hier, Ryudo? Du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Ich würde dich gern willkommen heißen, Ryudo, aber die Wunden der Vergangenheit sind noch lange nicht verheilt. Ryudo, du bist hier nicht mehr willkommen. Wir wollen vergessen, was hier passiert ist. Wir wollen dich und deinen Bruder vergessen. Geh jetzt, verlasse dieses Dorf. Melfis ist hier, ich kann es spüren. Melfis? Wo? Habt ihr beide uns nicht schon genug Unglück gebracht? Keine Sorge, ich gehe wieder, sobald ich hier alles erledigt habe. Nun gut, dann geh in Frieden. Doch ich flehe dich an, bring nicht noch mehr Unglück über uns. Wehe, du sorgst hier für Unfrieden. Du und dein Taugenichts von einem Bruder. Wie schrecklich. Nichts davon kann Ryudos Fehler gewesen sein. Allein Melfis ist für all das Unglück hier verantwortlich, oder? Schon gut, Elena. Wir tun, weswegen wir gekommen sind. Und gehen dann. Das ist Ryudos bester Freund. Die Rothaarige. Bessere Freunde hat er nicht. Ryudo, warum behandeln dich die Leute so? Keine Ahnung. Aber das ist dein Zuhause. Was kann nur passiert sein, weswegen dich jetzt alle wie einen Ausgestoßenen behandeln? Nicht so wichtig. Sei nicht so neugierig. Hast du eine Vermutung, wo dein Bruder sein könnte, Ryudo? Mein altes Haus, wir fangen dort an. Wieso haben hier eigentlich immer alle Häuser? Mir geht's soweit ganz gut. Jetzt, dass du hier bist, noch besser. Ach ja? Haus 1 ist bestimmt nicht mein Haus. Ich habe extra Zelda gesuchtet, weil ich dachte, du spielst heute und ich wollte mich nicht spoilern lassen. Mich hat das nicht so gecatcht. Wie ist es bei dir? Findest du es gut? Was ist das denn? Irgendein komischer Kerzenständer, der total schief auf dem Tisch steht. Er ist es wahrhaftig. Es ist Melfis. Du bist der Schwertkämpfer, der alle Turniere gewonnen hat. Du hörst dich, ich bin Ryudo. Oh, bist du das? Aber dieser Melfis, er war so stark und geschickt. Keiner konnte besser mit dem Schwert umgehen. Naja, ich weiß ja nicht. Ryudo, du Frechdachs, sieh nur, was du getan hast. Lass dich erst wieder hier blicken, wenn auch dieser Tunichtgut Melfis auftaucht. Großvater, denk an deinen Blutdruck. Mein Blutdruck? Ich würde dir am liebsten. Wenn du dich um meine Gesundheit sorgst, dann pack deine Sachen und verschwinde, du. Was? Hä? Was? Du. Okay, das ist ein sehr sinnvolles Haus, das hat gar keinen Eingang. Es ist besser als erwartet, echt, und hat paar schöne Referenzen, okay. Wie lang hast du es gespielt? Gerade jetzt, wo ich Feierabend machen will, jetzt tauchen alle Fische auf. Hey Dodo, warum bist du denn wieder da? Bin ich Dodo? Nur man, immer noch am Fischen?
Bin ich Dodo? Was kümmert dich das? Hör mal, Dodo. Tu uns allen einen Gefallen und geh wieder, bevor du unseren Fang verfluchst. Wieso sollte sich Dodo, ich nenne jetzt Ryuno nur noch Dodo, Dodos Anwesenheit darauf auswirken, wie viele Fische du fängst? Das verstehe ich nicht. Wir fangen gerade genug Fische, um zu überleben. Du bist das Letzte, was wir hier brauchen. Nun, Mann, keine Sorge, ich bin bald wieder weg. Es gibt da nur eine Angelegenheit, um die ich mich kümmern muss. Bis 10 Herzen. Warum stehst du jetzt wieder? Nach allem, was du getan hast, jetzt hör doch mal auf zu schreien. Warum lässt du dich hier noch blicken? Verlass sofort das Dorf. Das werde ich, nachdem ich Melfis besiegt habe. Ach, tatsächlich. Ha, wer würde schon dir oder deinem stinkenden Bruder glauben? Du hast recht, hör mal, ich verschwinde, sobald meine Arbeit getan ist, versprochen. Dir kann man nicht trauen. Verschwinde, verschwinde und zwar sofort. Ryudo, Dodo, alle Erwachsenen im Dorf nennen dich einen Unglücksbringer. Warum sagen sie das? Ist etwas Schlimmes passiert? Hast du etwas Schlimmes gemacht, Ryudo? Hör auf deine Eltern, sie haben recht. Ich bin eine Katastrophe für dieses Dorf. Und jetzt verschwinde! Der Elfenhorn? Ryudo, du bist zurückgekommen, nicht wahr? Es tut mir leid, aber ich habe dir nur das eine zu sagen. Verlasse uns sofort wieder. Wieso? Wie kannst du das sagen? Das ist genauso sein Zuhause, wie es deins ist. Warum musst du so grob zu Ryudo sein? Das bestreite ich auch nicht, aber mit Ryudo ist dieses Dorf dem Untergang geweiht. Wir sehen hier eine klassische Projektion einer narzisstischen Community, die alle ihre Probleme auf ein Mitglied der Gemeinschaft projiziert. Ryudo, wir haben nicht vergessen, was Melfis getan hat. Seine Sünde hat in unserem Dorf Spuren hinterlassen. Warum kehrst du jetzt zurück? Du hast uns im Stich gelassen. Was willst du hier? Warum behandelst du ihn so? Okay, ich glaube, wir kriegen hier nichts Neues mehr raus. Es ist immer so, derselbe Gesprächsinhalt. Judo und Nelf ist böse. Rina, das ist wichtig. Endlich bin ich wieder zu Hause. Große Schwester, ich wollte dich nicht warten lassen. Schwester Judo, ich wusste ja nicht. Sie war nicht meine echte Schwester. Sie war Melfis erstes Opfer und seine Verlobte. Das ist wichtig. Rina hat mich immer wie ein Mitglied der Familie behandelt, wie einen kleinen Bruder. Und so war sie wie eine Schwester für mich. Aber in ein paar Monaten bin ich älter. Als sie es war, als sie starb. Gallius wurde auch von Melfis getötet. Hier schläft Sascha. Sie war noch ein Kind. Sie wollte nicht glauben, dass Melfis etwas Böses tun könnte. Sie vertraute ihm bis zum Ende. Großvater, ich bin es, Ryudo. Ich bin zurück. Tut mir leid, dass ich dir Kummer gemacht habe. Ist das das Grab deines Großvaters? Nicht von meinem richtigen Großvater. Von dem alten Mann, der mir beigebracht hat, was ein wahrer Schwertkämpfer ausmacht. Ach, der Großvater, über den du all diese Geschichten erzählst, der dich im Schwertkampf unterrichtet hat. Sieh mal, was für ein altes Grab. Ich kann nicht einmal den Namen entziffern. Das war schon so, als ich noch ein Kind war. Niemand weiß, wer hier begraben liegt. Aber alle, die im Dorf geboren sind, finden hier ihre letzte Ruhe statt. Es muss jemand sein, der vor sehr langer Zeit gelebt hat. Bart, ich bin wieder da. Das ist jetzt 3 Jahre her. Kennst du die Person, die hier begraben liegt, Ryudo? Ja, es war dieser alte Mann, ein weiteres von Melfis Opfern. Also wir halten fest, hier ist in all den Jahren ein Mensch gestorben. Auf vermutlich natürlich Weise. Und 1, 2, 3, 4, 5 hat Melfis umgebracht. Also ich gehe der Vollständigkeit halber noch überall rein und labe die kurz an. Aber ja. Wie es aussieht, sagen die meisten dasselbe. Oh, ist das mein Haus?
Das war unser Haus. Judo. Es gibt andere Orte, an denen wir suchen können. Wir sehen uns im Gasthaus. Komm, Tio. Mein Bruder war immer der beste Schwertkämpfer von allen. Er wäre ein großartiger Meister gewesen. Wie kam es dann, dass Valmar von ihm Besitz ergriff? Du verstehst das falsch. Melfis hat sich das selbst angetan. Alles. Arg. Zum Gasthaus. Merrick wartet und Melfis werden wir früh genug finden. Ryudo! Glaubst du wirklich, du kannst Melfis töten, deinen eigenen Bruder? Ich habe keinen Bruder. Melfis ist ein Dämon und ich werde ihn töten. Du bist schon mal weggerannt. Wie willst du jetzt mit ihm fertig werden, mit diesem Dämon? Nein, ich werde es tun. Ich werde ihn töten. Ich werde nicht vergessen, das Dorfoberhaupt über deinen Wagemut zu informieren. Hör auf, Ryudo. Haja! Das wird wohl nichts. Verdammt, wenn du nicht weggerannt wärst. Wenn du damals mit mir gekämpft hättest, wäre alles anders gekommen. Vielleicht, aber dies ist die Gegenwart und du hast keine Chance gegen Melfis. Und selbst wenn, würde sich in dieser verfluchten Stadt dadurch nichts ändern. Aber du weißt, dass er recht hat. Dieses Dorf wurde geschlagen, erniedrigt. Die Erwähnung von Melfis Namen reicht, damit sich alle ängstlich wegducken. Als die Besessenheit den großen Schwertkämpfer des Ortes ergriff, verloren wir unser Schwert der Gerechtigkeit und die Ideale, für die es stand. Dorf der Schwertkämpfer, pah! Gerechtigkeit kann nicht gestohlen werden, sie existiert im Herzen. Ideale gehen nicht verloren, solange man an sie glaubt. Pah, was weißt du denn schon? Geh, Ryudo wartet. Okay, das ist immer so seltsam. Wenn alle das machen, dann ist das noch in Ordnung. Aber wenn immer nur Elena in Ryudo reinläuft, das ist schon ein bisschen seltsam. Ich habe nicht verstanden, was du auf die B10-Herzen gesagt hast. Und ich weiß es nicht mehr. Mara, das nennt man Sündenbock. Kann man. Directed. Sind wohl eigentlich nur Unsterbliche im Dorf. Wohl schon, oder? Nur Unsterbliche? Außer die werden halt abgeschlachtet. Die haben keine Münder und keine Nasen. Ich glaube, Nasen haben die sogar, wenn du von der Seite guckst. So, wo müssen wir im Gasthaus? Aber nix mehr. Das war jetzt auch irgendwie echt unnötig, dass Merrick und Tio zuerst ins Gasthaus sind. Wollte Merrick uns wieder ein bisschen Privatsphäre machen? Did you assume their genders? What? Is it weird that I thought Gera was a girl at first? With the clothing he wears? I don't know. I don't know, actually. Is he standing anywhere? I have to look. I have to take a closer look. I never thought he was a girl, actually. Yes, okay. I get what you mean. This breast thing could be a bra.
But it would be a masculine woman, wouldn't it? Now that you said it, I see it. Why did you say it? I didn't want to see that. Gibt's hier eigentlich keinen Laden? Das hier der Laden? Ja. A man's bra, yeah. Let's say it's a man's bra. Was willst du denn? Weiß ich nicht. Vielleicht will ich ein Mikage-Schwert. Minus 5 Bewegung. Ja, brauchen wir eigentlich nicht, weil gleich wechselt es, glaube ich, wieder auf Millennia. Wie viel wäre es denn? Ja, okay, wir nehmen ihn doch. Der ist halt schon um einiges besser. Rüstung nehmen wir auch. Ich würde gerade sagen, wir haben ja genug Geld, aber die Sachen. Ja, wegen 3 nehmen wir das nicht. Verteidigung, weniger Bewegung. Ne, lassen wir mal. Gif Lähmungsresistenz. Dachte ich, ich bin hier voll reich und der zieht mir jetzt Kohle ab. Bis zum geht nicht mehr. Vermutlich, weil er uns nicht leiden kann, oder? Das war einmal ein schönes Dorf. Die Männer übten sich im Schwertkampf und die Frauen halfen, wo sie konnten. Alles war so voller Leben. In den Tagen vor dem Turnier haben alle... Ah, egal. Die Vergangenheit ist vergangen. Judo, was ist hier passiert? Das mit dir und den Dorfbewohnern. Was ist mit dir und den Dorfbewohnern passiert? Wir haben verloren, was uns wichtig war. Unseren Kampfgeist, unseren Sinn für Stolz und Ehre. An dem Tag, als Melfitz seufzt. Okay. Ach, um dein Geld da zu lassen, bist du nicht gut genug, ja. Warum bist du zurückgekehrt? Lass uns bleiben, nur für eine Nacht. Du willst bleiben, verdammter Aussätziger. Wieso kommt ihr nach uns rein? Ihr seid ungefähr eine halbe Stunde vor uns gegangen. Merrick, wie ist es gelaufen? Der Geruch von Melfis hängt schwer in der Luft. Er ist in diesem Dorf, da bin ich mir ganz sicher. Melfis, du hast Melfis hierher gebracht. Judo hat nichts damit zu tun, dass Melfis hier ist. Warum hast du es auf ihn abgesehen? Was hat er denn getan? Ich fürchte, dieses Dorf ist verflucht. Unsere Vernichtung steht bevor. Warum sagst du das? Elena, vergiss es. Ich verstehe das nicht. Diese Leute sind ein Volk von Kriegern, das sich der Klinge verschrieben hat. Warum lassen sie dann so, dass andere auf ihn herumtrampeln? Als wären sie nur Steine am Wegesrand. Merrick, sie tragen ihre Wunden nicht im Fleisch, sondern im Herzen. Ich lasse euch heute Nacht hierbleiben, aber verschwindet morgen früh wieder. Bra, battle ready armor. Yeah, probably. Probably. I wonder what happened to Ryudo here. Is this really where he grew up? Das ist auch süß, was jetzt kommt.